Dann? Machst du weiter? Oh. Der Klassiker die letzten Wochen. Würdet ihr sagen, AI-Musik ist eher eine Chance oder ein Problem? Boah, gute Frage. Tatsächlich, ja, viele Gespräche schon in den letzten Wochen darüber geführt. Und klar, das Thema lässt, glaube ich, keinen kalt, gerade auch in der Musikindustrie, wo viele auf der einen Seite ja befürchten, dass das die Kreativschaffenden komplett ablöst. Ja. Wir als Musikvertrieb, ja, ich glaube, wir können es nicht aufhalten. Ich hatte das auch schon mal im Podcast gesagt kurz, weil es einfach immer schwieriger wird, die Sachen zu erkennen. Ja. Jetzt auf einer kreativen Ebene würde ich sagen, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits, ich als Produzent verstehe das, dass es, ja, oder sehe da eher die Möglichkeit, weil es dir super viel abnimmt auch. Mhm. Also beispielsweise, ich hatte jetzt vor kurzem, wie gesagt, erst einen Track produziert, wo ich eine andere Stimme einfach mal probieren wollte. Da hatte ich halt einfach eine AI-Voice drüber gelegt und hatte halt im 0, nichts. Eine andere Stimme drauf, klar. Eine andere Stimme drauf und konnte das einfach mal, es war ein Female Vocal und ich wollte mal ein Männer Vocal testen. Es war einfach mega. Oder auch für so Songstarter. Ich glaube, es gibt's ja aktuell auch schon über diverse Sample Packs, aber durch AI wird es vielleicht doch ein bisschen uniker dann auch. Mhm. Weshalb ich das sehr interessant finde. Auf der anderen Seite gibt es dann Genres, gerade Lo-Fi, Ambient, Chill Out, alle Genres, die so ein bisschen eher in die Richtung Hintergrundmusik gehen, wo ich es schon sehr gefährlich sehe, weil natürlich die Künstler oder diese Art von Musik doch wahrscheinlich leichter ersetzt werden kann als, ich sage jetzt mal, professionell geschriebene Toplines mit drei Songwritern im Raum, wo fünf Producer irgendwie mitgewirkt haben. Ich glaube, und das ist auch was wir den Labels von uns immer wieder spiegeln, es kommt wahrscheinlich langfristig darauf an, wie du dich als Künstler platzierst und brandest, weil Musik an sich, das Musikmachen als solches, wird wahrscheinlich nicht ausreichen, um herauszustechen aus der Masse. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich denke, und auch das hatten wir im Podcast schon ein paar Mal gehabt, einer der großen unterscheidenden Faktoren bei dem AI-Volumen, das auf uns zukommen wird, definitiv, wir sehen es ja, wir sehen die ersten Wellen ja direkt vor uns. Mhm. Einer der großen unterscheidenden Faktoren wird sein, den Artist-Brand auszubauen. Und wenn das nur damit anfängt, dass man mal ein tatsächliches Bild von sich hochlädt. Natürlich wird es viele Zuhörerinnen und Zuhörer geben, die sagen, wer hat denn kein echtes Bild von sich drin? Aber es gibt Genres, da hat kein Artist einfach, zeigt kein Artist so richtig das Gesicht. Und das sind eben gerade so diese AI-anfälligen Genres, wo man dann sagen muss, daran muss tatsächlich gearbeitet werden. Aber grundsätzlich, was dieses AI-Thema angeht, ich glaube, man muss sich da unterschiedliche Hüte aufsetzen. In meinem Musikerherzen sehe ich auch zwei Seiten. Einmal, dass es eine wahnsinnige Chance ist, dass es potenziell eine wahnsinnige Inspiration sein kann. Du hackst da irgendwas rein. Früher hat man halt irgendwelche Playlisten gehört, jetzt hackst du halt irgendwas in der AI rein und guckst mal, was dabei rauskommt. Ja. Und wenn dich irgendwas davon nur ganz kurz kitzelt, nur ganz kurz inspiriert, dann hat es seinen Job schon getan. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer dieser puristische Musikergedanke von, eigentlich sollte das so natürlich nicht sein. Mhm. Uns passiert jetzt gerade dasselbe, was den Grafikern passiert ist vor einem Jahr und was den Blogwritern passiert ist vor zwei Jahren. Ja. Das wird also wahnsinnig spannend. Und ich finde aber, man muss sich auch noch den anderen Hut aufziehen und das aus einer Business-Perspektive betrachten. Gerade wenn man vielleicht ein Label hat, könnte das meiner Auffassung nach eine wahnsinnige Chance auch darstellen und vielleicht auch ein Zug sein, auf den es sich lohnen würde, aufzuspringen. Aber ob man das moralisch mit sich ausmachen will oder nicht, ob man das gut findet oder nicht, steht für mich persönlich auf einem ganz, ganz anderen Blatt. Mhm. Und das war ja auch, was ich vor kurzem mal erwähnt hatte. Für mich persönlich findet die Diskussion viel zu stark in diesem
ist das gut oder ist das schlecht, mhm, Raum statt? Ich für mich sage viel eher, ist es eine Chance oder ist es keine? Ja. Gut, vertriebstechnisch wird das auch noch sehr, sehr spannend werden, das ganze Volumen, was auf uns zukommt. Absolut. Ich meine, das Volumen ist ja aktuell schon unfassbar riesig, ja, und klar, auch uns erreichen ja immer wieder Künstler und Labels, die sagen, hey, wie schaffen wir es, Playlist-Placements zu bekommen? Wie schaffen wir es, irgendwie in die großen Playlisten reinzukommen oder irgendwelche großen Features zu bekommen? Aber da muss man halt auch ehrlicherweise sagen, die Konkurrenz ist einfach so groß wie noch nie. Ja. Und klar, wir auf Vertriebsebene können natürlich auch bedingt da helfen, dass die Musik einfach auch Gehör findet. Ja. Aber der Hauptjob muss einfach vom Künstler, vom Label selbst kommen, da als Brand aufzutreten und im Endeffekt dieses Grundrauschen schon so weit zu erzeugen, dass wir eigentlich die Musik den richtigen Leuten zuschieben müssen und das dann platziert wird. Jetzt mit AI und mit diesem noch viel, viel größer wachsenden Volumen wird es wahrscheinlich immer schwieriger, weil natürlich die Musik, das Musikmachen oder das Qualitätslevel von Musikmachen halt immer, immer höher wird wahrscheinlich. Ja. Gut, aber das kann für mich wieder ein Vorteil sein, denn Konkurrenz befeuert nun mal den Wettbewerb. Ja, man muss sich dann einfach wirklich hinsetzen und sagen, heute machen wir was Besonderes. Weil die Artists, die immer an der Kante dieser Kreativität sind, die wird AI nicht ersetzen. AI wird, wenn überhaupt, nur die Artists ersetzen können, die halt jetzt nicht ganz so innovativ sind vielleicht. Und das meine ich überhaupt nicht despektierlich oder überhaupt nicht wertend, sondern ganz, ganz sachlich. Und ich glaube, das ist eine Realität, der wir irgendwie ins Auge blicken müssen in der Zukunft. Den Gedanken, den ich nur so ein bisschen gruselig finde, wenn man es jetzt mal nur weiterspinnt. Mhm. Ich bin cool damit, solange wir Herr unseres Glücks sind und da unseren Einfluss drauf haben, auch als Musiker und Producer und Label-Owner und so weiter. Aber was ich ganz gruselig finde, wäre die Idee zu sagen, jetzt lass mal eins der DSPs auf die Idee kommen, AI live zu generieren. Mhm. Du sitzt in einem Auto, die Sonne scheint, machst das Cabrio-Dach auf, gibst in deine AI-Playlist von mir aus ein, Sunny Day Time Drive, was auch immer. Ja? Und das DSP weiß dann, okay, die Plattform weiß dann, okay, Sunny Daytime, trackt vielleicht sowieso, wie schnell du dich bewegst über GPS, trackt vielleicht sowieso das Wetter an deinem Standort gerade, kennt deine Hörgewohnheit. Ja. Und dann generieren die vielleicht live für deinen Sunny Day Drive die Musik. Mhm. Und dann wird es meiner Meinung nach gruselig. Aber das ist natürlich weit gesponnen. Ich hoffe noch sehr weit gesponnen. Ja. Weil personalisierter kannst du es ja dann eigentlich gar nicht mehr machen. Im Grunde genommen. Und es ist ja schon auch eine Entwicklung, die ja auf jedem DSP irgendwo auch stattfindet, dass ja jedes DSP sich eigentlich Gedanken macht, wie kann ich gezielt irgendwie Personen ansteuern mit der perfekt dazu passenden Musik. Deswegen, ich kann mir das schon auch irgendwie langfristig vorstellen. Ich hoffe natürlich auch, so wie du, dass das noch ein paar Jährchen dauert, weil ich glaube, das macht es dann unmöglich, da auch irgendwie reinzugrätschen. Und muss man dann halt einfach sehen, klar, aber das ist... Wird alles creepy. Noch sehr, sehr spannend. Ja. Ich kann es nur immer, immer, immer wieder sagen, ich halte jeden dazu an, die Augen offen zu halten und zu gucken, was passiert. Denn wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. So ist es. Ja, ich glaube, aufhalten wirst du es so oder so nicht. Auch das haben wir schon ein paar Mal thematisiert hier. Ja. Auch da gibt es ja irgendwie so ein paar witzige Vergleiche. Manche vergleichen ja die aktuelle Zeit jetzt auch mit der Zeit von damals, wo die ersten VSTs auf den Markt gekommen sind, wo sich ja auch die ganzen Studiomusiker beschwert haben und gesagt haben, hey, jetzt wird es unmöglich, da überhaupt noch als Musiker stattzufinden. Mhm. Bis dato musste man sich immer große Studios mieten. Jetzt habe ich alle meine VSTs, alles mein Hardware-Gear habe ich eben praktisch in der Box. Ja. Das ist ja schon vergleichbar irgendwo auch. Ganz sicher. Ja. Die Entwicklung wird wahnsinnig spannend. Absolut.